Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Flüchtlingsheim in Flecken-Zellin beschäftigt uns weiter. Wir hätten gern vom Landrat gewusst, was uns dieser Spaß hier eigentlich kostet. Leider gibt es aus dem Landratsamt seit Monaten nur Schweigen. Der Kreistag sagt, es geht ihm nichts an, er kann keine Zuständigkeit erkennen. Ich finde schon, wenn in den 10 Jahren über 5,1 Millionen Euro an Miete von Seiten des Landkreises bezahlt werden soll, ist das schon eine Hausnummer, über die man reden muss. Wenn zusätzlich in diesen 10 Jahren noch 2,7 Millionen voraussichtlich an Betriebskosten anfallen und damit über 7,8 Millionen Euro von dem Steuerzahler aufgebracht werden müssen, ist das zumindest ein Punkt, über den man eigentlich reden müsste. Denn das ist ein Geschäftsmodell, was das Leid und die Not von Flüchtlingen zur Grundlage hat. Und es geht diesen Damen und Herren nicht darum, Hilfe zu leisten oder um Integration, sondern es geht ausschließlich auf Kosten des Steuerzahlers abzukassieren. Und das, meine Damen und Herren, kann doch eigentlich nicht sein. Wer aber der Meinung ist, dass es bei diesen 7,8 Millionen Euro bleibt, täuscht sich. Der Landrat hat eine Zusatzvereinbarung geschlossen und sagt, er zahlt noch in diesem Jahr 1 Million Euro an dieses Konsortium, dass Tische und Stühle und Möbel angeschafft werden sollen. Warum tut er das? Die Grundlage ist eigentlich relativ einfach. Ein möbliertes Haus kann besser zu höheren Preisen vermietet werden wie ein unmöbliertes Haus. Aber es kann doch nicht sein, dass wir die Grundlagen schaffen und 1 Million Euro bezahlen und dann am Ende noch eine höhere Miete bezahlen. Das ist nicht nur unanständig. Insgesamt sind 8,8 Millionen Euro für den Steuerzahler durchaus ein Grund, nach Flecken-Zechlin zu kommen und Rede und Antwort zu stehen.